Jairo Samperio Bustara ist in der Hinrunde der diesjährigen Bundesliga-Saison durch seine Innenbandverletzung viel entgangen. In 6 Spielen wurde er frühzeitig ausgewechselt, 10 Spiele hat er komplett verpasst. Auch nach der Verletzung hat er in seiner begrenzten Spielzeit nicht wieder in seine bekannte Form gefunden. Schließlich war Jairo in der letzten Saison zweitbester Scorer mit 7 Toren und 8 Vorlagen. Im Interview auf der Terrasse des Mannschaftshotels des FSV Mainz 05 erzählt er uns von seiner Verletzung und was er sich für die Rückrunde vorgenommen hat. Ich möchte diese Wintervorbereitung nutzen, um wieder topfit zu sein für die Rückrunde. Mein Ziel ist es dann, in jedem Spiel zu spielen. Natürlich braucht jeder Spieler eine gewisse Kontinuität, damit jedem Spiel das Selbstvertrauen wächst und man sich wohler fühlt. Mit dieser Verletzung hatte ich leider nicht die Gelegenheit dazu, viele Spiele hintereinander zu machen. Mir ist es wichtig, viel zu spielen, dann werde ich besser. Ich weiß, dass ich durch die Verletzung nicht immer von Anfang an spielen konnte. Für mich ist es aber immer einfacher, von Beginn zu starten, weil ich mehr Zeit habe, mich vor Anpfiff mental auf das Spiel vorzubereiten. Im weiteren Gesprächsverlauf verrät der Flügelstürmer, dass er des Öfteren nicht spielen durfte, obwohl er sich fit gefühlt hätte. Wir haben ihn darauf gefragt, wie er mit so etwas umgeht und ob ihm dabei Wechselgedanken aufkommen würden. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in dieser Situation bin. Damals bei Sevilla habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Jetzt bin ich jedoch ein bisschen älter und weiß, dass der Fußball manchmal eben so ist. Aber wenn ich als Spieler nicht auf dem Platz stehe, will ich selbstverständlich lieber spielen. Ich bin sehr zufrieden bei Mainz 05 in diesem Moment, weil ich dem Verein in der vorigen Saison sehr helfen konnte und mich hier wichtig fühle. Ich kann diesbezüglich auch weiterhin viel mitbringen. Wenn allerdings ein anderer Verein Interesse bekundet, bin ich dafür grundsätzlich offen. Schließlich wird auch die aktuelle Tabellensituation der Mainzer zum Thema und welche Ziele sie sich für die zweite Saisonhälfte vornehmen. Danach erklärt uns der Spanier noch, welche fußballerischen Unterschiede er zwischen der deutschen und der spanischen ersten Liga sieht. Wir sind uns bewusst, dass wir momentan in der Tabellenmitte stehen. Ich denke aber, wir könnten auch etwas höher liegen, weil wir in 3 oder 4 Spielen Punkte verloren haben. Das Beste für die Rückrunde ist jetzt, von Spiel zu denken und die Ziele nicht zu hoch zu setzen. Dass wir in dieser Saison Europa League gespielt haben, ist für diesen Verein nicht selbstverständlich. Deshalb sollten wir uns keinen zu großen Druck machen. Die Art, Fußball zu spielen, ist in Deutschland anders als in Spanien. Dort geht es eher um das Technische, um alles, was mit dem Ball zu tun hat. In Deutschland ist die Kondition wichtiger. Man muss mehr laufen. Und auch die Belastung in den Trainingseinheiten ist höher.